Die Eiche ist tot. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Und unsere Eichel? So, Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge The Witcher 3 Wild Hunt, das Next-Gen-Update-Let's Play. Wir befinden uns am Kahlen Berg in Velen. In der letzten Folge haben wir Rache genommen an den Mumen und Imnarit. Und heute geht es weiter. Und jetzt guckt mal, wenn ihr nochmal zurückgeht und Imnarit lootet, dann bekommt ihr eine von diesen Eicheln. Das scheint dann wohl hier eine Quest-Option zu ermöglichen. Ich habe gedacht, man bekommt seine Waffe da. Bin mir nicht sicher, vielleicht hat man das geändert, vielleicht war das auch nie so. Aber zurückgehen und looten lohnt sich eigentlich immer in dem Spiel. Ich bin mal gespannt, was das jetzt macht. Ich habe eine. Nehmt sie. Nur eine? Was machen wir denn jetzt? Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Komm, Geralt. Es ist Zeit. Lebt für euch selbst. Auf Nimmerwiedersehen, du Gruselbergbaum. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihre Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat. Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Wir haben die Mumen von Velen, den General der wilden Jagd, zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Ihr solltet euch ausruhen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mach mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Ist irgendetwas passiert, als wir weg waren? Die hübsche Polly hatte Fieber. Matt Auster hat ein Messer zwischen die Rippen bekommen und der Dreifachmet aus Sorgen kommt nicht. Rittersporn. Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelparty. Jen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Ah, und dein Elf ist in der Rubin-Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. Letzte Vorbereitungen. Ja, und das ist auch, wenn mich nicht alles täuscht, eine richtig coole Quest. Wir haben jetzt endlich wieder die Möglichkeit, ein bisschen mehr in der Open World rumzulaufen. Apropos, ich liebe diese gezeichneten Zusammenfassungen, gerade wenn Geralt die dann spricht. Die anderen spricht ja immer Rittersporn ein, aber quasi die immer so ein bisschen auf Pergament sind, sage ich jetzt mal.
Also das, was ihr gerade nochmal diese Zusammenfassung gesehen habt, rund um die Verfolgung der Anderlinge. Es war nur eine Frage der Zeit und da bin ich umso glücklicher, dass wir sehr viele Anderlinge während unserer Zeit hier in Novigrad aus der Stadt geschafft haben. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Ich würde mir jetzt gerne mal die Bärenschwerter... Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? ...in der überlegenen Stufe machen. Bärenarmbrust können wir eigentlich auch mal machen. Haben wir noch nicht. Haben wir auch noch nicht. So. Also überlegen. Stahlwaffe. Überlegenes Bärenstahlschwert. Können wir uns auch leisten. Top. Und natürlich das überlegene Bärensilberschwert. Auch das macht materialtechnisch keine Probleme. Reparieren lassen wir auch erstmal. Und jetzt haben wir schon mittlerweile 3 Slots für die Schwerter. Und wahrscheinlich auch dann bei der Rüstung. Da müssen wir aber erst nochmal zu einem Rüstungsschmied. Jetzt muss ich mich ein bisschen... Ich laufe jetzt mal... Ach, warte. Wir müssen was verkaufen. Ich bin zu schwer. Die Armbrust war 1 zu viel. Die rüsten wir auch mal direkt aus. Und zwar die Bärenarmbrust. Tatsächlich sind die 2 Armbrüste, die nehmen sich nichts. Also weder die Katzen noch die Bärenarmbrust. Grüß dich, Apeher. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Gucken wir mal ein bisschen was loswerden. Würdest du wohl etwas für mich anfertigen? Aber nur wie gerade nicht sprinten können, das ist schon nicht so vorteilhaft. So, ihr 2 reicht doch sicher. Die möchte ich behalten. Das kann ich ja dann auch alles mal bei Rittersporen in die Truhe packen. Ja, die ganzen coolen Schwerter will ich auch nicht verkaufen. Das ist ja auch unter anderem das Geschenkte noch von Krachan Krayt dabei, die Winterklinge. So, ich versuche jetzt mal frei Schnauze Richtung Platz des Hierarchen zu gelangen. So, hier ist ja das, wie nannte sich das, keine Ahnung. Hier ist ja auch die Krüppelkarte links, okay, ist der Fischmarkt, dann sind wir ja gleich schon da. Ja, dann fangen wir mal hier vielleicht bei der Krüppelkarte an. Letzte Vorbereitung ist eine coole Quest, ich glaube gerade mit Avalach ist das eine richtig besondere. Kann aber auch sein, dass die erst später kommt. Wir sind auch nicht mehr ganz im Geschehen. Erstmal tausche ich ein bisschen Geld um. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Oh, 280. Ist nicht schlecht. Gut, dann Rüstungsschmied. Willkommen, willkommen. Zeig mal, was du anzubieten hast. Ich hoffe... Aber wir brauchen hoffentlich hier den Meisterschmied noch nicht. Nee. Überlegene Bärenstiefel. Einmal. Überlegene Bärenrüstung. Eieiei, was fehlt uns denn da? Die Maritiumplatte. Okay. Sieht's mit den Handschuhen aus? Brauchen wir Leder. Maritiumplatte. Einmal, zweimal. Was fehlt uns hier? Gut, das Leder können wir auch herstellen, oder? Das können wir auch herstellen. Müssen wir es nicht kaufen? Weil das sah ziemlich teuer aus. Und man merkt schon bei den besseren Sachen, da brauchen wir jetzt zunehmend halt auch die Zutaten. Oh, immer noch eins fehlt. Ich dachte, ich hätte schon zu viele hergestellt, aber nee, das passt genau. So, jetzt haben wir Stiefel, Handschuhe, Hose und überlegene Bärenhose. Auch hier fehlt was. Dunkelstahlbarren sollten wir auch herstellen können. War der hier schon? Sind wir nach, warum gibt's ein... Ah, die kann man auf 2 Methoden herstellen. Dann machen wir lieber die. Die sieht mir ein bisschen ressourcenschonender aus. So, die Hose. Und dann fehlt nur noch die Rüstung. Boah, jetzt haben wir es aber. Stark. Oh ja.
Bis dann. Man sieht sie schon, die Bärenrüstung in der überlegenen Variante. Jetzt ziemlich lange in der verbesserten rumgelaufen. Die ich auch keineswegs schlecht reden möchte. Aber die kann natürlich was. Alright, dann lasst uns mal ein paar Sachen hier hinzufügen. Ich würde einfach mal Irden auf die Stiefel. Ein bisschen Axi auf die Hose. Art auch auf die Hose. Sonst haben wir gar nichts Großes mehr. Was bringt die? Taumeln. Adrenalin gewinnen. Was kann die? Einfrieren. Na gut, ist halt. So. Damit haben wir die Runenplätze voll. Könnten wir ja vielleicht nochmal so eine große Rune herstellen? Nö. Haben wir die gar nicht? Was ist denn so, einen König zu köpfen? Willkommen! Zeig mal. Hat er hier nicht so irgendwas für die ganzen Runen? Ah, der hat halt Ignee. 2000 kostet die. Warum haben wir da kein Schema für? Wir haben halt für die, nicht eine große Glyphe für die, naja, hier für die Zeichen. Die Rüstungsdinger. Krass. Nicht mal die Schema dazu. Gut, kann ich dir noch irgendwas andrehen? Bin nämlich zu schwer. Irgendeinen nervigen Pferdesattel vielleicht? Naja. Irgendwas zerlegen. Hm. Na gut. Bis dann. Okay. Damit sind wir jetzt erstmal gerüstet für die nächsten Level. Was steht uns denn noch so bevor? Wir meditieren auch mal, würde ich sagen. Also, Avalach, Triss. Okay, fangen wir doch mal bei Triss an. Ah, ne. Das ist verboten. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufen kannst? Das geht zu weit. Triss hat ja auch die ganze Novigrad-Story angefangen. Man kann den Tod fürchten oder ihm ins Gesicht fassen. Ich bevorzuge Letzteres. Das Feuer ist bei den Titten einer Mittagserscheinung. Okay, ich gehe vielleicht doch erst nochmal zu meiner Truhe. Ich möchte das Zeug jetzt doch nicht rumschleppen. Wer weiß, was jetzt hier für Quests noch kommen. Oh, und unser Geld ist auch langsam echt. Boah, neigt sich dem Ende. Wir waren aber über 10.000. Mittlerweile sind es noch knapp 2800. Man muss aber auch sagen, wir haben ja viele Schwerter gar nicht mehr verkauft, sondern die liegen hier alle in der Truhe. Vor allem viele wertvolle. Oh, fuck. Ich hab mich verklickt. Ey. Bleib ruhig. Lass gut sein. Lass gut sein. Oh Mann. Ach.
Das wird teuer. Das kostet mich der Spaß. Das Geld verloren. Och Mann, wegen einem dummen Fehler. Steh auf, Geralt. Ja, nee. Nein. Das ist zu viel des Guten. Oh. Geralt musste Eredin entgegentreten, doch er brauchte die Hilfe von Freunden. Die wilde Jagd würde nur mit außerordentlich mächtiger Magie zu besiegen sein. Triss und Yen beriefen die aufgelöste und dezimierte Loge der Zauberinnen wieder ein. Auch Avalach begann, Pläne zu schmieden. Gut, dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt, weil die habe ich so noch nicht gesehen. Und die werden einem auch nicht immer alle angezeigt, diese Loading Screens. Bisschen schade ist. Man kann die verpassen. Manchmal nach gewissen Story-Events wird ja dann so das Aktuellste erzählt. Das baut sich auch immer so ein bisschen auf. Ja, je nachdem, wie weit man der Story fortschreitet. So. Ich bin auch froh, wenn ich dieses Let's Play ohne die ganzen Mods fertig habe, weil die Inventarkapazitäts-Mod, die ist schon so ein Must-Have. Die ist schon, die fehlt mir. Na gut, jetzt können wir ein bisschen was ablegen. So. Die Pfeile sind auch ochsenschwer. Gut. Auch die Neckar-Lederstiefel lege ich mal ab. So, jetzt sieht es ja schon mal wieder einigermaßen gut aus. Gut, also fangen wir bei Triss an. Ach, Triss ist hier. Sag das doch gleich. Hier? Ah, da ist Triss. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Das hätte ich nicht tun sollen. Tut mir leid. Es ist gut ausgegangen, aber es hätte auch anders enden können. Ich weiß, aber Imlerit ist besiegt. Das zählt. Außerdem würde ich nicht zulassen, dass Ciri etwas passiert. Das weißt du. Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Mit Anderling. Es wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Und die anderen? Keira? Margarita? Philippa? Keira? Ich dachte, gerade du würdest das verstehen. Sich einer Zauberin verweigern. Und Keira Metz hatte selbstverständlich ihre Methoden. Doch als sie die Notizen des Magiers Alexander verlangte, musste ich sie enttäuschen. Das brauchte sie ebenso wie den Impuls zu einem Neuanfang. Und den fand sie, wo sie ihn am wenigsten erwartet hätte. Als sie später wegen der Entdeckung eines Heilmittels für die Katriona-Krankheit berühmt wurde, erinnerte sich niemand mehr an die Zeit als Dorfhexe. Hab schon unpassendere Paare gesehen. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich klappt es bei uns. Und wir finden Philippa und Rita. Okay. Super cool. Das wusste ich gar nicht, dass Keira und Lambert zusammenkommen können. Und vielleicht habe ich da damals das auch anders gespielt, dass das nicht zu dieser Konstellation kam. Aber cool. Aber auch nicht so cool, weil leider hilft sie uns jetzt auch nicht mehr. Das werden wir. Wir müssen es. Ich werde besser schlafen, wenn sie beide hier bei uns sind. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita.
Und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Weißt du, was Jen herausgefunden hat? Da musst du sie selber fragen. Ich war mit der Suche nach Philippa beschäftigt. Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Erzähl mir alles. Ich möchte alle Details wissen. Nachdem Philippa aus Lokmolin geflohen ist, kam sie nach Novigrad. Sie suchte Hilfe bei einem früheren Liebhaber, dem Zauberer Arthur de Fleester. De Fleester? Kommt mir bekannt vor. Philippa hat mal einen Trottel aus ihm gemacht. Arthur wollte sich rächen. Er hat sie überzeugt, dass sie als Eule am sichersten wäre. Sie hat sich verwandelt und er hat ihr ein Dimeritiumband am Bein angebracht. Kurz danach fing die Hexenjagd an. Leider fiel Arthur ihr zum Opfer. Sein Besitz wurde versteigert. Und wie es der Zufall wollte, kam ein uns wohlbekannter Zwerg zufällig bei dieser Auktion vorbei. Sollte. Philippa ist die ganze Zeit unter unserer Nase gewesen? War wohl eher. Soltan hat sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren. Ja, das ist typisch Soltan. Ein Mann tauchte auf, nahm Soltan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hatte er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Soltan und verschwand wieder. Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Eine Feder der Eule Philippa. Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegium. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir. Boah, sieht das schön aus. Da sind wir. Schön ruhig. Wir müssten ungestört sein. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Was ist das? Nichts. Nur ein erstes Bild. Was? Unterbrich mich nicht. Ich muss mich konzentrieren. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Das ist sein Badehaus, hätte ich mir fast denken können. Das war die jüngste Vergangenheit. Bei Dijkstra kann ja alles Mögliche passieren. Gehen wir. Nicht so schnell. Das erste Bild. Was war das? Nichts. Wirklich. Red keinen Unsinn. Ich weiß, wie Hydromantie funktioniert. Das Bild ist erschienen, weil du daran gedacht hast. Es ist nur... König Tancred hat mich gebeten, seine Hofberaterin zu werden. In Kovir. Im Leuchtturm hast du Kovir erwähnt. Jetzt verstehe ich, warum. Die Vision war ein Haus, kein Königshof. Das ist das Haus, das uns in Pontvanis erwartet. Wenn wir hier alles erledigt haben, die wilde Jagd besiegt ist und sich Ciri in Sicherheit befindet, würde ich dort gerne mit dir zusammen wohnen. Also irgendwie würde ich das gerne antworten, aber... Sieht aus, als hättest du schon alles geplant. Gefällt es dir nicht? Doch, sehr sogar. Später erzähle ich dir mehr. Jetzt müssen wir erst Philippa finden.
Gut. Na los. Okay. Auf zu Philippa Eilhardt, beziehungsweise zu Dijkstra. Und um Dijkstra dreht sich eigentlich auch noch eine wichtige Nebenquest, aber die scheint immer noch nicht aktiviert worden zu sein. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan wird. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Ich habe nur wie gerade ein bisschen vermisst. Gerade jetzt bei Nacht. Es ist unglaublich, wie schön diese Stadt aussieht. Unglaublich. Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Scheiße. Wir müssen reingehen. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier! Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schön gut, Geralt, ich bleibe. Falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Ja. Verdammt, sie hat sie verzaubert. Nein, sie sind die Kanalisation. Da ist doch der Troll noch. Philippa, warte. Oh nein, sie hat den Troll verzaubert. Ich bin jetzt dein Meister. Du beschützt mich. Verstanden? Verdammt. Sie hat es echt gemacht. Bart! Bleib hier stehen und lass niemanden vorbei. Bleib hier stehen. Verzaubert. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bart niemand vorbeilassen. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bart einmal alter Ertrunkener ist. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bad nicht wollen! Ertrunkener Schlimmschmerzen! Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bad dich lassen. Hexer helfen. Ja, hat geholfen. Finde ich gut. Bart ist korrekt. Oh, die ist den ganzen Weg nach hinten durch. Alter, wie viel hat die auf dem Gewissen? Asche. Erinnert ihr euch noch an die Quest, als man hier diesen Gegengift von diesen Pilzsporen oder was den Dieb gesucht hat von Dijkstras Schatz? Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht.
Oh nein. Warum haben wir keine Demeritium-Bomben mehr? Das kann doch nicht wahr sein. Da stimmt doch auch irgendwas nicht. Gut, Konstruktöl, oder? Genius hatten wir auch was. Meine so eine blaue. Ja. Was ist denn mit den Demeritium-Bomben passiert? Irgendwie sind sie nicht mehr in meinem Inventar. Toll. Ja, sehr gut. Weil die bräuchten wir jetzt mal gegen den. Was? Boah. Nicht gut. Hör auf, dich zu winden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen, sie erklärt dir alles. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Ich weiß, ihr wart... zusammen, aber jetzt ist der falsche Zeitpunkt für einen Ehekrach. Aber er ist perfekt, um eine offene Rechnung zu begleichen. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cyrilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Vorausgesetzt natürlich, du irrst dich nicht. Der Kaiser hat es mir selbst gesagt. Die Information ist aus erster Hand. M hier ist ein verlogenes Schwein. Wenn es um die Zukunft seiner Tochter geht, das bezweifle ich. Du hast keine Ahnung, wie wichtig diese Information ist. Ein Wechsel auf dem kaiserlichen Thron. Das könnte den Krieg beenden. Radovid dürfte entzückt sein. Wenn M hier zum Rückzug bläst, wird niemand mehr da sein, der diesen Irren aufhalten könnte. Vor allem angesichts unseres verdammten misslungenen Plans. Du hast doch nicht wirklich geglaubt, dass du es schaffst. Radovid ist verrückt, aber kein Trottel. Er weiß nur zu gut, dass es Dutzende gibt. Sei still. Verstehe ich dich recht? Du willst Radovid töten? Wirklich, Sigi? Ich bin beeindruckt. Hab schon bezweifelt, dass du es noch drauf hast.
Leider hat Radovid Zuflucht auf seinem Schiff gesucht, wie du wohl weißt. Er wird so gut bewacht, dass ich nicht staunen würde, wenn er sogar das Bett mit zwei Wachen teilt. Du weißt zu viel, Phil. Noch ein Grund, warum du sterben musst. Dijkstra, Philippa wird nicht sterben. Das haben wir schon besprochen. Vergiss es. Die Situation hat sich geändert, Hexe. Jetzt ist Philippa in der Lage, meine Pläne zu durchkreuzen. Glaubst du wirklich, dass ich loslaufe und den Mann warne, der mir die Augen ausgestochen hat? Vielleicht solltest du sie mal anhören. Ich schätze, Philippa verachtet Radovid mindestens so sehr wie du. Ich bin froh, dass endlich jemand außer mir auf die Idee gekommen ist, die Welt von diesem Degenerierten zu befreien. Spar dir dein Lob für andere. Mich schert es nicht. Derzeit gibt es nur zwei Personen, die Radovid von seinem Boot holen können. M hier und mich. Du würdest als Köder herhalten? Es dürfte dir wohl schwer fallen, M hier dafür zu gewinnen. Wohl kaum. Geralt, ich würde dieser Schlampe nicht mal mein Frühstücksei anvertrauen. Zu Recht. Mit Eiern kann ich gar nicht. Aber bedenke, Radovid hört, dass du mich geschnappt hast. Wird er da nicht jede Vorsicht in den Wind schlagen? Wird er die Gelegenheit nicht nutzen, mich zu töten? Selbst eigenhändig? Kommt nicht in Frage. Geralt, bring sie hier weg, bevor mir der Sack platzt. Und dann müssen wir uns treffen. Mit unseren Freunden. Ich habe ein Lagerhaus am Hafen gemietet. Du musst unbedingt kommen. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Okay. Ja, sehr interessante Quest. Ich kann mich nicht erinnern, die schon mal gespielt zu haben. Ich glaube, die habe ich heute das allererste Mal gespielt. Und da sieht man mal, wie viele versteckte Quests es eben gibt. Die hängt natürlich auch damit zusammen, ob man die meistgesuchte Frau in Novigrad Quest oder wie die hieß, abschließt, wie man die abschließt. Es hängt von vielen Sachen ab, aber ich glaube, jetzt haben wir auch die... Genau, Staatsräson, das ist eine ganz wichtige Quest, die wollte ich auch unbedingt noch machen. Freut mich. Dann würde ich sagen, versuchen wir noch die zweite Zauberin hier im Bunde zu befreien. Wir gehen zur Krüppelkati. Krati? Krüppelkati? Krati? Und helfen Yennefer. Und dann schauen wir uns die anderen Aufgaben in der nächsten Folge an. Aber diese Novigrader, dieser Novigrader Abstich hier mit Ciri, der hat es tatsächlich in sich. Storymäßig. Aber ich finde, so sollte das auch sein. Novigrad war auch so mit mein Highlight im Hauptgame. Ah, ich weiß nicht. Novigrad hat eine eigene Magie. Das beste Angebot weit und breit. Eins zum Preis von zwei. Das liegt nicht nur an der schönen Stadt, sondern ich finde, hier sind die Storys nochmal eine ganz andere Nummer teilweise. Gut. Wo ist denn unsere... Ach, da ist er ja wirklich. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlarit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris. Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Ich habe mit Triss gesprochen. Es läuft nicht so gut mit der Loge. Gefährliche Zeiten. Vor allem für Zauberinnen. Jede überlegt fünfmal, ehe sie sich raustraut. Und ich kann es ihnen nicht verdenken. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie.
Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und, sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Dayriad entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Ja, moin. Bin dir lieber. Einfach umgedodged. Wer? Hey, wer was an? Oh. Diese Menschen werden jeden Tag wieder. Pass auf, wo du hingehst, ja? Na, das ist doch klar. Verdammt, hier ist die Leiter auf. Hier steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Ich hab ihn doch gehabt. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich! Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts? Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut. Aber wir sollten wieder zur Kati gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Trink das aus. Das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Dayriad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Angeblich kommt niemand lebendig aus Dayriad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Du hast dich also totgestellt. Und das hat niemand gemerkt. Als junger Mann habe ich eine Ausbildung bei einem Chemiker in Silberstein gemacht und ein bisschen was über Kräuter gelernt. An meiner Zellenwand wuchsen Schlafpilze und auf dem Gefängnishof habe ich Tollkirschen gefunden. Ich musste sie nur vermischen und den Matsch eine Stunde vor der Abendrunde essen. Du hättest sterben können. Ich wollte zu meinen Bedingungen sterben, wenn das mein Schicksal war. Es heißt, dass Dayriad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. Den Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Hm.
Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Siehst du, war doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Okay. Hast du auch eine Schlange? Die große Flucht. Oh, aber mit den Leveln geht's jetzt echt langsam ganz schön weiter. Hey, Yappi, du bist der Älteste. Yappi? Was? Ich würde mir ja tatsächlich zum Ende der Folge mal kurz einen Überblick verschaffen. Eieiei, die Statue des Adligen. Ah, das müssen wir auch noch machen. Stimmt, wir haben ja diese kleine Statue irgendwann mal gefunden. Da kann uns Triss helfen. Die ist ja jetzt wahrscheinlich mal ansprechbar. Das machen wir in der nächsten Folge. Okay. Ein leerer Stall, wie gesagt, das war ja hier diese... Die hat ja nichts mit der Story zu tun. Dann die Schatz suchen. Okay. Dann gehe ich nochmal ein bisschen in Charakter rein. Würde ich mal behaupten. Was sieht's denn hier aus? Könnte man da noch machen? Brauchen wir auch später. Glaubt mir. Sich irgendwie strong an. Das hört sich krass an, Wirbel. Das hört sich aber auch nicht schlecht an. Und dann bräuchten wir noch ein rotes Mutagen, oder? Können wir da vielleicht mal eins herstellen? So ein großes? Und das hier Alchemie, oder? Mir fehlt was. Ist ja ein Witz. Okay, ja, dann würde ich sagen, lassen wir es dabei. Wir tun die ganzen Quests in der nächsten Folge verfolgen. Wenn es euch gefallen hat, liken, kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.